Hey, wenn du deine innere Arbeit gemacht hast, wenn du deine Vergangenheit und Kindheit und Beziehungen aufgearbeitet hast und jetzt so richtig startklar bist, entweder mit deiner Selbstständigkeit oder mit der neuen Beziehung und aber noch nicht so richtig weiß, wird es überhaupt klappen, dann schau auf jeden Fall dieses Video an, denn es geht genau um diese Themen und die Auflösung ist wahnsinnig spannend und die Gründe sind einfach nur viel Freude. Und nun erlaube mir, mich mit deiner Energie zu verbinden. Die einfachste Form der Einwilligung deinerseits, mich mit deiner Energie zu verbinden, ist, dass du dieses Video likest. Liken, Dankbarkeit öffnet Herzen und erlaubt den Brücken, schafft Brücken. So, mein lieber Schatz, dann schau mal detailliert in das Thema. Gerne kannst du die Einwilligung auch in dem Kommentar äußern, indem du deinen Namen. Dein Sternzeichen würde mich auch wirklich gerne interessieren, welche Sternzeichen nun jetzt hier präsent sind. Gerne kannst du auch mit einem Ja, einem Herzchen oder anderem wundervollen Emoji einwilligen. Gerne unterstützt mich auch über PayPal. Meine PayPal-E-Mail-Adresse ist unten eingeblendet. Ich freue mich über jeden Support. Gerne teile dieses Video oder generell meinen Channel in deinem Social Media Network auf Facebook, Instagram, Kontakte. Was habe ich, was noch? WhatsApp-Gruppen, Telegram-Gruppen, freue ich mich sehr. So, dann legen wir los und schauen, die Karten wollen einfach nur raus. So. Oh yes. Also es sind so eine, wir haben als Hauptenergie ein Page der Münzen, wir haben Page der Kelche und wir haben The Sovereign. Und das ist sehr spannend, denn beide Energien, die Page-Energien sind, na, etwas, ja, Unerfahrenes kann man sagen, ne? Oder wo man wieder zum Schüler wird. Etwas, was sich nach einem Neuanfang anfühlt, wo man auch so ein bisschen der Welt sich zeigt, haben wir dabei die Karte des Souverän. Und du wagst gerade einen Neuanfang beruflichen, du wagst gerade einen Neuanfang, der ja was mit Materie zu tun hat. Das kann eine neue Beziehung sein, das kann aber auch ein Beruf sein, eine neue Selbstständigkeit, was wo du gehst nach außen, du offenbarst dich und der eigentliche Inhalt deiner Arbeit besteht darin, dass du die Menschen in dein Inneres hineinschauen lässt. Du machst dich transparent, du erzählst von deiner Geschichte. Denn Geschichten verkaufen an der Stelle auch liebe Grüße an Uwe von Grafenstein und auch deinen Kollegen, den Namen habe ich gerade vergessen. Geschichten verkaufen und du weißt, dass dein Business deine eigene Story ist. Und du weißt, dass das, was du durchlaufen bist, hat dazu beigetragen, dass du gerade das beruflich ausleben möchtest, was du gerade beruflich ausleben möchtest. Und das hat so mit dem Traum zu tun, mit der inneren Welt, wo man auch emotional zum ersten Mal etwas in dich erlebt, in der Materie. Hier findet eine Verschmelzung zwischen der materiellen und der Gefühlswelt. Man taucht in die Tiefen von den Tiefen. Also wir haben einen Oktopus hier, ne? Wasser drumherum und in diesen Oktopus wird nochmal eingetaucht. Also die Tiefe von den Tiefen. Und am Ende des Liedes ist diese Aufgabe, diese Lebensphase gerade wahnsinnig notwendig, denn es ist das, was dich endlich souverän macht. Das ist das, wo du dich nicht mehr
Fake-Fühlen brauchst, weil tiefer als das geht nicht, weiter als das geht nicht, das bist du. Das ist dein Leben, das kann dir vor allem auch keiner nehmen. Diese Erfahrungen, diese Stärke, dieses Wissen, was du da in dir trägst. Und schau mal, wir haben die Kraft. Löwenenergie. Es geht um das Bändigen vom inneren Biest. Und diese Kraft, du hast deinen inneren Dämone nicht besiegt, aber du hast sie besänftigt. Du hast gelernt, mit ihnen umzugehen. Und das, was sie dir spiegeln, was sie dir zurufen, endlich umzuwandeln und für dich umzuwandeln. Und schau mal, vierte Kelche auf dem Kopf. Also nicht mehr im emotionalen Rückzug leben, sondern es rauszulassen, davon erzählen. Vielleicht hast du eine Sucht überwunden. Und ich sage euch, das betrifft uns eigentlich alle. Denn Sucht zum Neid, Sucht zu Eifersucht, Sucht zu Angst ist das, was unsere Gesellschaft bis jetzt jahrelang, jahrhundertelang geprägt hat. Und sei es jetzt emotionale Sucht, ja, denn es kann auch tatsächlich die emotionale Sucht sein, denn wir haben vierte Kelche, oder sei es Sucht im Außen, körperliche Sucht, Alkoholsucht, Drogensucht, Zuckersucht, Faulheitssucht, was auch immer. Du siehst, du hast dich von der Abhängigkeit gelöst. Und diese Stärke bedankst du tatsächlich den Erfahrungen. Das heißt, du schaust stolz zurück. Du hast deine Kindheit, dein Leben aufgearbeitet und erkannt, dass all das, was dir passiert ist, notwendig war. Na, das klingt immer so ausgelutscht. Ja, das, was ich erlebt habe, hat mich dazu gemacht, was ich heute bin. Und heute sagst du das aber genauso und weißt es zu 100%, was du darunter meinst. Du kannst das, wenn du tiefer graben würdest, würdest du sofort das große Bild ins Detail für dein Leben ausrollen und den anderen erklären, was da genau passiert ist, was du da genau gemacht hast. Warum? Du hast mit deiner Vergangenheit Frieden geschlossen. Die Erinnerungen prägen dich nicht mehr. Die kontrollieren dich nicht mehr. Die Vergangenheit ist jetzt ein Geschenk. So nimmst du das wahr. Welche Blockaden gibt es hier, um eigentlich tatsächlich in die höhere Timeline zu kommen? Und tatsächlich das Leben der Träume zu leben, in Fülle, auch in der Beziehung. Übrigens für diejenigen da draußen, wenn ihr euch gerade auf eine neue Beziehung einlässt oder euch generell erstmal den anderen öffnet, das ist auf jeden Fall auch andere Timeline für dieses Reading. Es geht darum, sein Herz zu offenbaren, sich wie ein, vielleicht nach einer langen Beziehung, nach einem langen Rückzug, nach den Beziehungen oder nach den toxischen, gewalttätigen Beziehungen sich wieder zu offenbaren, zu sagen, ich möchte, das heißt auch seine inneren Dämonen überwinden und endlich erkennen, dass all was das passiert ist, hat sich meine Seele ausgesucht, das hat mich stark gemacht, deswegen bin ich stark und deswegen bin ich dankbar, deswegen lasse ich los. Und in der höheren Timeline sehen wir, 10 der Kelche und 4 der Schwerter. In der höheren Timeline kämpfst du nicht mehr. In der höheren Timeline drückst du auf die Pause, damit du das Leben feiern kannst. In der höheren Timeline schiebst du alles andere, was dich ablenkt, zur Seite und fokussierst dich auf die 10 von 10 der Kelche. Das Höchste überhaupt, das erfüllte Leben, die höhere Timeline itself, die emotionale Vollkommenheit. Und die Blockaden, die hier erscheinen, wir haben hier den Magician, den Magier, und wir haben 5 der Kelche auf dem Kopf.
aufgrund von, okay, pass auf, folgendes. Da du dich mit den Themen beschäftigt hast, war dein Fokus bis jetzt immer auf das, wie soll ich sagen, auf das Leiden bezogen. Du kennst dich jetzt wahnsinnig gut mit Knacken von Programmen, mit Erkennen, welche Angst da gerade hochkommt und so weiter. Also mit diesen schweren Themen, ne? Mit den Themen, die, das hat dich zwar stark gemacht, aber du hast bis jetzt deinen Fokus, also deine Zeit mit den niedrigen Timelines verbracht. Deswegen glaubt es in dir, dass du nicht manifestieren, dass du gar nicht weißt, was du manifestieren sollst. Denn du ja bis jetzt nur das erlebt hast. Du hast zwar erkannt, dass es alles richtig und gut war und dass sich das so. Und jetzt stehst du da aufgearbeitet. Dein Sack ist entweder voll mit den Weisheiten, mit den Skills, mit den bewussten Erfahrungen und leer von alten Lästen, von alten Lasten, von Ängsten und so weiter. Und du willst eigentlich losrennen, aber du weißt nicht wohin. Weil der Verstand sich einschaltet und sagt, na, wohin denn? Wir können zwar so viel, aber da draußen gibt es doch keinen, der dich will. Oder ja, egal in welche Form, ob privat oder beruflich. Weil man bis jetzt nicht gelernt hat, höhere Timeline zu manifestieren. Weil zumindest auch die letzten Monate, Jahre man damit verbracht hat, die niedrige Timeline zu erkennen. Und jetzt hat man die niedrige Timeline aufgearbeitet und man weiß, man ist eigentlich schon. Aber wo, was will ich denn? Vor allem, weil du ja auch weißt. Suche dir, manifestiere weise ins Detail. Ne? Denn wenn du manchmal einen Aspekt vergisst, wird dieser Aspekt zum Verhängnis. Und die Auflösung ist hier the world on awaking. Die erste Erkenntnis, die erste Botschaft für dich ist, die Welt ist heute auf jeden Fall anders, als sie vor 10, 20 Jahren war. Die Welt ist jetzt viel erwachter. Sei es darum, dass du ein Geschäft aufbaust. Und die alte Angst sagt dir, na, wer will denn davon wissen? Weil der Verstand, das ist noch das alte Programm, das tatsächlich das veraltete Programm, das Programm auf dem Stand von vor 10, 20, 30 Jahren. Denn vor 10, 20, 30 Jahren, in dieser Timeline, wo wir gerade gelebt haben, war tatsächlich die Nachfrage nach diesen Themen nicht so groß. Aber hier ist, wie du siehst, ein altes Programm. Oder ein Programm bezogen auf die Beziehung. Na, wer will mich da draußen haben? Ich bin so speziell. Dieses Programm ist auch veraltet. Das braucht ein Update. Die Welt ist bereits im Umbruch. Es entstehen neue Berufe, wo man keine Ausbildung braucht. Weil das Wissen ist in uns und wir haben dieses Wissen angefangen zu entknacken, für uns freizusetzen. Und uns von jeglichen Abhängigkeiten, Systemen und Programmen frei zu machen. Diese Welt ist frei von erwachten Menschen, die genauso wie du seine Hausaufgaben gemacht haben. Es gibt Haufen Männer und Frauen da draußen, die genauso eine Arbeit, wie du es gemacht hast, für sich bereits gemacht haben. Und hier gilt es tatsächlich, daran zu glauben, dass die Welt bereits erwacht ist. Das, was du dir gewünscht hast oder das, was du dir wünschst, das, was du für dich gemacht hast, ich wiederhole mich nochmal, haben Hunderte von Tausend Menschen da draußen gemacht, wenn nicht bereits Millionen, sind mit Sicherheit Millionen. Das heißt, die Chance, jemanden zu treffen, der dir ähnlich ist, ist sehr, sehr groß. Die Welt ist ein sicherer Ort, wenn du diesen so siehst. Das ist die weitere Botschaft. Das, was du in dir trägst, erlebt die Welt genauso. Das ist die dritte Botschaft. Du in deinem Mikrouniversum und die Welt, das Kollektiv auf der kollektiven Ebene. Das heißt, du bist das Spiegelbild.
genauso wie die Welt das Spiegelbild von dir ist. Und hier kommt noch folgende Sache. Indem du rausgehst und entweder dein Geschäft anbietest oder dein Sein anbietest, dein Herz, wie auch immer, deine Hand, Beziehung mit dir anbietest, trägst du auch dazu bei, dass es Soulmates zusammenfinden und die Welt weiterhin erwacht, voll von liebevollen Menschen ist, voll von gesunden Paaren, Beziehungen, die sich in sich heilen. Das heißt, du bietest anderen Menschen, die noch vor dir sind oder nach dir sind, du erlaubst ihnen, na, daran zu glauben mit deinem Beispiel. Das ist wie so eine Spirale, die nach oben führt. Wow. Und in der höheren Timeline 4 der Schwerter und 10 der Kelche gibt es nur einen Fokus, dass es uns gut geht, dass wir Spaß am Leben haben, dass wir in der Gesellschaft leben, 10 von 10 Kelchen. Das ist noch weiter als wunschlose Glücklichkeit. Das ist die Erfüllung pur. Und auch eine Beziehung. Ich sage Gesellschaft generell, Gesellschaft, die von Businessen voll ist, wo Dankbarkeit, Bewusstheit auf beiden Seiten ist. Bewusstheit, warum übe ich diesen Beruf aus, und Bewusstheit, dass ich diese Dienstleistung brauche oder wirklich möchte. Warum vor allem ich diese Dienstleistung wahrnehme. Gesellschaft mit bewussten Paaren. 10 der Kelche, die höchste Vereinigung, Union. Beziehungen, wo der Fokus nicht, aber du hast mir das nicht gesagt, aber wir haben das anders ausgemacht, aber das, ne, aber ne. Nicht das, sondern Beziehung, die voll von Heilung ist. Wo der Fokus, wo das Ego kleiner ist als der Stellwert der Beziehung. Denn die Beziehung ist ja diese dritte Substanz. Wir haben Mann, wir haben Frau und die Beziehung ist das dritte. Und das ist das, was nicht nur zur Union führt, sondern auch diese heilige Dreifaltigkeit auch darstellt. Die Beziehung ist etwas, wo du vielleicht mal durchhängst, wo du mal sauer auf den Partner bist und dann schaust du dir die Bilder an und zack, die gemeinsamen Erinnerungen, und die Erinnerungen nähern und heilen dich, wo du merkst, ach, das ist alles nichtig, was hier alles hochkommt. Das ist nicht wahr. Und Beziehung, die nicht, das ist noch eine krasse Botschaft, die Beziehung, die nicht von sexuellen Trieben ausgeraubt wird, diese dritte Substanz. Denn oft wird der Sex auch zum Machtinstrument. Das ist auch eine krasse Botschaft. Alter Schwede, ich hoffe, ihr seht das, Leute, das ist wirklich krass. Beziehung, wo gesunder Bezug zu Sexualität ist. Wo es weit größeren Einsetzungspotenzial auslebt als nur das Herkömmliche, was wir kennen. Wow, krass. Ja, das ist die Botschaft, meine Lieben. Also wahnsinnig deep. Ich freue mich sehr, dass du eingeschaltet hast. Ja, lass mich wissen, ob es mit dir resoniert hat. Like, kommentiere, supporte. Bis zum nächsten Video. Ciao.